Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend hier im Haus am Dom und ich begrüße alle, die uns an den Bildschirmen zugeschaltet sind. Mein Name ist Lisa Straßberger, ich bin Studienleiterin für Literatur hier in der Katholischen Akademie. Heute stehen zwei Romane im Mittelpunkt, Aufbrechen und Überleben. Aufbrechen ist eines der Bücher, von dem zumindest die BBC sagt, es gehört auf die Liste der 100 Bücher, die die Welt verändert haben. Überleben ist ein Roman, der uns die Schärfe der Ungerechtigkeit sehr nahe bringt und den schalen Nachgeschmack. Es ist ein Roman, der sich mit den Auswirkungen beschäftigt, die ungerechte Lebensumstände für Menschen haben, die sich ausgegrenzt fühlen, die ausgegrenzt werden und die nicht das Leben führen können, das sie sich vorstellen. Die Autorin dieser beiden Bücher, die zu einer Trilogie gehören, wurde im Oktober 2021 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sie ist aus Simbabwe angereist, über Oslo, über Berlin und heute Abend hier, Tsitsi Dangarembga. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie keine Mühen gescheut haben. Wir haben mit Spannung auf Ihre Lesereise gewartet. Und ich möchte Sie fragen, mit welchen Gefühlen sind Sie nach Deutschland gekommen? Wie fühlen Sie sich hier? Wie fühlen Sie sich angesichts der weltweiten unruhigen Zeiten in Deutschland? Thank you. Yes, I'd like to begin by saying good evening to everybody and thank you for coming. I will be speaking in English because my active German is not so good and I hope I understand everything that is said to me. If not, please shout and correct me. No, you didn't understand what she said correctly. Yes, coming to Germany at this point in time is quite an intense experience for me in several ways. I spent quite a lot of my life in Germany, over a decade, and it was a very important period of my life when I was a student of film in Berlin in the 90s. And then I married somebody from Germany, and I have children, two of who were born in Berlin. And so it really is a country that means a lot to me. Darf ich kurz? Ja. Sie begrüßt Sie alle sehr herzlich, freut sich, dass Sie heute Abend hier sind und gekommen sind. Und sie sagt, dass Deutschland tatsächlich eine sehr intensive Erfahrung für Sie bedeutet, dass sie viel Zeit hier verbracht hat, über 10 Jahre. Seit sie in den 90er Jahren als Studentin hierher gekommen ist, um Film zu studieren. Sie hat einen Deutschen geheiratet, den ich auch heute Abend hier ganz herzlich begrüße. Und sie hat Kinder, die in Deutschland auch aufgewachsen sind. Yes, and so for me, Germany was always a place where I felt I could unfold and be who I am. And that was quite different from my experience of being a Zimbabwean woman in Zimbabwe. In Deutschland hatte sie immer das Gefühl, dass sie sich entfalten kann und dass sie diejenige sein kann, die sie tatsächlich ist. Und das ist ein großer Unterschied zu dem Leben, den Lebensumständen in Zimbabwe, wo das in dieser Art und Weise nicht möglich ist. Yes, and so now the concern that I have, which I think I share with many people in this part of the world, is that because of the aggression from Russia on the Ukraine and the resulting war, certain ideals are now in question, and certain ways of looking at the world that were given when I was here in the 90s
are maybe not as certain that they as they were. Sie teilt mit wahrscheinlich vielen anderen die Sorge, dass aufgrund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine bestimmte Ideale, die bisher eigentlich nicht hinterfragt waren, und Werte, dass die möglicherweise jetzt destabilisiert werden und nicht mehr so selbstverständlich den Menschen sind wie vor diesem Angriffskrieg. Yeah. And I am very concerned about the erosion of values, because I see that happening in my own country, and I know where that process can put us on a path to. Sie macht sich große Sorgen über die Erosion der Werte, der Wertordnung, denn sie sieht das in Zimbabwe und sie hat von dort Erfahrungen gemacht, wohin das führt, wenn eine solche Wertordnung, die die Menschen bisher geteilt haben, plötzlich zerfällt. And I see this now not only in Zimbabwe, but in countries like in places like the United Kingdom. We see Julian Assange now being almost certainly about to be extradited. We see the consequences of Mr. Trump's presidency in the United States and the things that happened during his presidency. And for me, it's always important to remember that, at least with Mr. Trump, very obviously Russia had a hand in that too. Sie sieht diese Entwicklung nicht nur in Zimbabwe, sondern auch im Vereinigten Königreich, wo jetzt gerade aktuell es so aussieht, als ob Julian Assange ausgeliefert wird. Und man hat es auch gesehen unter der Präsidentschaft von Trump in USA, was schon einen Vorgeschmack, wenn ich das richtig verstanden habe, gegeben hat auf die Zustände, die jetzt uns aus Russland treffen. And so I am concerned about how Europe is going to engage and continue to engage with this change that we are seeing in the world. And I think I share that concern with everybody. So I have a lot of concern coming here, which normally I wouldn't have had before the war broke out. Mm. Ich bin sehr besorgt und gespannt, wie Europa sich jetzt engagieren wird angesichts dieses weltweiten Wandels. Und insofern komme ich mit größerer Sorge, als ich üblicherweise in Deutschland habe, wenn ich hier ankomme. I could go on. I could go on. You could go on. Well, we could. Wir können immer noch so weitermachen, aber wir können vielleicht an der Stelle uns auch den Büchern einmal zuwenden. Drei sind es ja, Nervous Conditions, das ist Aufbrechen, 1988 geschrieben und spielt in den späten 60er Jahren. The Book of Note ist nicht übersetzt, 2006 oder noch nicht übersetzt, glaube ich. Frage mal. Ist übersetzt. Kommt noch? Kommt im September. Dann haben wir hier den kleinen Werbeblock. Der zweite Teil der Trilogie. The Book of Note, das heißt Verleugnen, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Genau, dann habe ich es doch schon gesehen. Kommt im September raus. Und This Mournable Body, Überleben, erschien 2018. Es geht um eigentlich zwei Hauptfiguren, Sie können mir gleich widersprechen, um Tambu Tsai, ein Mädchen aus armen Verhältnissen, die mit großer Willensstärke aufbricht, um seine Möglichkeiten zu entwickeln, sein Ich zu finden, das Bildung einfordert und um eine selbstständige Existenz kämpft. Sie erleidet Beschränkungen, Zurückweisungen, Verletzungen in einem kapitalistischen, einem kolonialistischen und dann postkolonialistischen System. Und sie erlebt ständig Übergriffe auf Frauen mit. Sie macht auch individuelle Fehler und am Ende oder vielleicht eher in der Mitte von dem letzten Roman Überleben, da zerbricht sie beinahe psychisch. Ihre Cousine Nyasha kommt aus einer gebildeten, privilegierten Familie. Sie hat eine Kindheit in England verbracht.
Sie erlebt den Zusammenprall der unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen, Lebensentwürfe, Familienordnungen und sie erleidet die existenzielle Krise auf der Suche nach einem eigenen Weg schon früher. Wir können das hier in dem Buch am Ende lesen, früher als ihre Cousine. Im Setting dieser Trilogie gibt es autobiografische Motive. Die sind aber, Vorsicht, verteilt auf diese beiden Figuren, Tambuzai und Nyasha. Es gibt auch bei ihnen eine der ersten akademisch ausgebildeten Frauen, ist ihre Mutter, so habe ich es recherchiert. Sie haben ihre Kindheit in England verbracht. Auch bei ihnen kam es zu einer Überdeckung der ursprünglichen Muttersprache Shona durch das Englische. Sie sind zurückgekehrt nach Simbabwe zur Zeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Rhodesiens und sie haben eine Ausbildung gemacht in einer Missionsschule und später auf einer Eliteschule mit überwiegend weißen Mädchen. Ich erzähle das so ausgiebig, weil alle diese Motive in dem Roman eine Rolle spielen. Auch, dass die später berufstätige Tambuzai kurzfristig Lehrerin war, Werbetexterin, auch da gibt es Anleihen. Sie ist bemüht, Frauen eine eigene Stimme zu geben, die Cousine. Und sie ist am Ende, sie ist verheiratet mit einem deutschen Mann, Nyasha, und sie hat deutsche Kinder. Die Kinder, die in Deutschland aufwachsen, so. Am Ende von Aufbrechen schreibt die Ich-Erzählerin, die Geschichte, die ich hier erzählt habe, ist meine eigene Geschichte. Die Geschichte von vier Frauen, die ich geliebt habe, und die Geschichte unserer Männer. Es ist die Geschichte davon, wie alles begann. Welche eigene Erfahrung war beim Schreiben der Trilogie für Sie vorherrschend? I wrote Nervous Conditions in the 1980s. Sort of, I began it around 1983, maybe around there. And that was just after independence in Zimbabwe. And I felt that independence was a moment of opportunity for black embodied female people, and especially for young girls. And I felt it was important that somebody could talk to young girls about their right to want things and to be members of society and to want to realize their dreams. And this was because I had grown up in a very conservative society. Even in my own family, because we were part of that society. And I realized that unless somebody actually spoke to young women about possibilities, they might not realize it. And so independence was a good moment to do that. Ich habe die ersten Notizen zu Nervous Conditions, also zu Aufbrechen, 1983, also Anfang der 80er Jahre gemacht, und zwar in einem Moment, als das damalige Rhodesien unabhängig wurde. Und ich dachte, das war eine gute Gelegenheit, schwarzen Frauen deutlich zu machen, was für Rechte sie haben und dass sie ihre Träume verwirklichen können. Und das in einer sehr konservativen Gesellschaft. Auch ich selber, sagt Tsitsi Dangarembar, bin in einer konservativen Familie aufgewachsen. Das war einfach so die Stimmung in dieser Zeit. Und ich dachte, es muss unbedingt jemanden geben, der diesen schwarzen jungen Frauen sagt, welche Möglichkeiten sie haben. And so it was important for me to write in a way that people could recognize, so that they could see themselves in the novel, in order to identify with what I was saying. And the structure of the family at that time was very much this kind of extended family that I write about. And because of the nature of education in Rhodesia, where there was a lot of segregation and people generally did not have access to finance and to jobs, you would find that there's always one person in the family
who became successful and was materially better off than the other person, or the rest of the family. Mhm. Mir war es wichtig, so zu schreiben, dass die Menschen sich darin wiedererkennen können und sich damit identifizieren können. Die gesellschaftliche Struktur damals war so wie diese großen Familienclans, die ich auch beschreibe. Und in der Erziehung und im Bildungssystem gab es viel Segregation, also viel Trennung. Und es war schwierig, es gab in jeder Großfamilie meistens nur einen Menschen, der Geld hatte oder der einen Job hatte und der es dann anderen ermöglichen konnte, überhaupt in eine Schule zu kommen oder zu Bildung zu kommen. And one could see, I saw this growing up, how this kind of structure of the society meant that we were laying the basis for little dictatorships within families, because the person who had resources was the person who dictated everything. Mm-hmm. And so it was that structure that I wanted to question. And this is why the character of Nyasha was very important. And she had a different experience that enabled her to question that structure. Diese Struktur führte dazu, dass es in den Familien eigentlich so zuging wie in kleinen Diktaturen, denn es war eben einer, der alles bestimmen konnte. Und das wollte ich in Frage stellen. Und deswegen ist Nyasha so eine wichtige Figur, denn sie hatte aus unterschiedlichen Gründen die Möglichkeit, diese Struktur kritisch zu hinterfragen. Yes, because that kind of structure was normalized. People were not questioning it at the time. And I felt that it was important to question a kind of society where it is all right for power to be concentrated in one place. Damals war es normal, so eine Familienstruktur zu haben, und ich wollte unbedingt dagegen eine Kritik platzieren, dass es eben nicht normal ist, dass oder normal sein muss, dass Macht sich in der Art auf eine einzige Person konzentriert. Yeah, because I felt that if this is happening in families, it is a mirror of what is in the society. Denn ich hatte den Eindruck, dass wenn das in der Familie so ist, dann ist es ein Spiegelbild, wie eine Gesellschaft funktioniert. And because of my experience, I was able to take all of the different points of view that were necessary to realize that project. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen hatte ich die Möglichkeit, alle diese verschiedenen Perspektiven, die notwendig waren, um so ein Projekt umzusetzen, diese verschiedenen Perspektiven waren mir einfach verfügbar, und so konnte ich das machen. Vielleicht ist das schon das Stichwort, den ersten Abschnitt aus diesem Buch zu lesen. Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Auch entschuldige ich meine Gleichgültigkeit nicht, oder wie man auch sagen könnte, meine Gefühlskälte. Denn darum handelt es sich überhaupt nicht. Ich fühle heute vieles stärker, als ich es damals fühlen konnte, in den Tagen, als ich jung war und mein Bruder starb. Und es gibt Gründe dafür, die über den reinen Prozess des Älterwerdens hinausreichen. Deshalb werde ich mich nicht entschuldigen, sondern anfangen, mir die Fakten zu vergegenwärtigen, so wie ich sie in Erinnerung habe, die zum Tod meines Bruders führten, die Ereignisse, die mich in die Lage versetzten, diesen Bericht zu schreiben. Denn obwohl man das Ereignis des Ablebens meines Bruders und die Ereignisse meiner Geschichte nicht trennen kann, geht es in meiner Geschichte schließlich nicht um den Tod, sondern um meine und Lucias Flucht, um das Gefangensein meiner Mutter und Maigurus und um Nyashas Rebellion. Nyasha, aufgeschlossen und einsam, die Tochter meines Onkels, deren Rebellion letztendlich vielleicht doch nicht zum Erfolg führte. Ich war 13 Jahre alt, als mein Bruder starb. Namo kam mit 7 in die Schule und ich
die ein Jahr jünger war, folgte im Jahr darauf. Nun fiel die Ernte aus irgendeinem Grund in dem Jahr meiner Einschulung trotz ausreichender Regenfälle sehr mager aus. Obwohl wir genug Mais geerntet hatten, um nicht zu verhungern, blieb nichts zum Verkauf übrig. Das bedeutete, dass es zu Hause kein Geld gab. Kein Geld bedeutete keine Schulgebühren. Keine Schulgebühren bedeutete keine Schule. Auch gab es keine Hoffnung, Geld zu beschaffen, denn Baba Mukuru hatte die Mission verlassen, um in England mehr über Erziehung zu lernen. Ich war erst 5, als Baba Mukuru nach England ging. Folglich weiß ich nur noch, dass alle sehr aufgeregt und sehr beeindruckt von diesem Ereignis waren. Um herauszufinden, was damals wirklich passierte und um die folgenden Ereignisse zu verstehen, habe ich viele Leute gebeten, mein Guru und Baba Mukuru, meinen Vater, meine Mutter, Niyasha und Shido, mir zu erzählen, was ihnen im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand heraus, dass es kaum verwunderlich Diskussionen und Konflikte und Spannungen gegeben hatte, die ich als kleines Mädchen nicht wahrnehmen konnte. Baba Mukuru wollte die Mission nicht verlassen. Er wollte nicht noch einmal so weit von zu Hause fort, denn er hatte seine Mutter schon einmal verlassen, um nach Südafrika zu gehen. Und er war noch lange nicht genug wieder daheim, um sicher zu sein, dass sie im Alter gut versorgt wäre. Auch hatte er jetzt selbst eine Familie. Obwohl die Missionare, die ihm ein Stipendium für das Studium in England besorgt hatten, auch Maiguru ein Stipendium anboten, so bestrebt waren sie, dieses intelligente, disziplinierte junge Paar in England ausbilden zu lassen, damit sie ihrem Volk nützlich sein konnten, blieb die Sorge um die Kinder. Die Diskussionen und Spannungen bei seiner Abreise hatten weniger mit seinem Weggehen zu tun, als mit der Frage, was mit den Kindern geschehen sollte. Baba Mukuru schätzte die ihm gebotene Möglichkeit sehr. Auch wäre eine Ablehnung einer Art Selbstmord gleichgekommen. Seine Undankbarkeit hätte die Missionare verärgert. Er wäre in Ungnade gefallen und sie hätten an seiner Stelle einen anderen vielversprechenden Afrikaner unter ihre Fittiche genommen. Da er die notwendige Qualifikation nicht im eigenen Land erhalten konnte, blieb ihm keine andere Wahl. Er musste sich für 5 Jahre entwurzeln, um danach eine Position einzunehmen, die es ihm im Laufe der Zeit ermöglichen würde, sich selbst und seine beiden Familien aus der Abhängigkeit von Umwelt und spendablen Missionaren zu befreien. Mein Großvater war der Ansicht, die Kinder wären zu Hause besser aufgehoben, wo sie unsere Gewohnheiten kannten und sich im Kreis der Familie wohlfühlten. Aber Baba Mukuru, der vor Augen hatte, wie schwierig das Leben zu Hause war, wollte nicht, dass seine Kinder die Not und das Elend seiner Kindheit miterlebten. Auch wollte er seine Kinder bei sich haben, um so entscheidende Dinge wie ihre Erziehung und ihre Entwicklung selbst zu überwachen. Also wurden Shido und Niyasha nach England mitgenommen. Und mein Vater, dem 5 Jahre ohne einen Bruder, der für ihn sorgte, wie eine Ewigkeit vorkamen, tröstete sich mit der Aussicht, nach Baba Mukurus Rückkehr von dem dann höher Qualifizierten noch reichhaltiger versorgt zu werden als bisher. Meine Mutter war hoffnungsvoll. Sie dachte, mein Vater würde endlich Verantwortung übernehmen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Namo über das Phänomen von Baba Mukurus Bildung erinnern. Namo war allein schon von der Bildungsmenge, die möglich war, beeindruckt. Er sagte mir, dass die Ausbildung, wegen der Baba Mukuru weggegangen sei, sehr wichtig gewesen sein müsse, sonst wäre er wegen ihr nicht so weit fortgezogen. England, sagte er gewichtig zu mir, ist sehr weit weg, viel weiter weg als Südafrika. Namo wusste damals vieles. Er wusste mehr als zum Zeitpunkt seines Todes. So wusste er zum Beispiel, dass er als Erwachsener wie Baba Mukuru viele akademische Grade anstreben und Schuldirektor wie Baba Mukuru werden würde. Er wusste, dass er seinen jüngeren Schwestern Bildung sichern oder zumindest sich um uns sorgen musste, wie Baba Mukuru es für seine eigenen Brüder und Schwestern tat. Er wusste, dass er auf den Feldern und beim Vieh helfen und freundlich zu den Leuten sein musste. Und vor allem wusste er, dass er hart arbeiten musste, um stets der Klassenbeste zu sein. Das tat er in den unteren Klassen eifrig.
Einmal war er mit seiner Leistung besonders zufrieden, denn er hatte einen Mitschüler ganz knapp übertroffen. Nach all diesen Erfolgen wurde ihm mitgeteilt, er könne nicht weiter zur Schule gehen, weil das Geld für die Schulgebühren fehlte. Er weinte. Glücklicherweise war meine Mutter in diesem Jahr willensstark. Sie fing an, Eier zu kochen, die sie dann zum Busbahnhof trug und an durchreisende Passagiere verkaufte. Das bedeutete, dass wir sie nicht essen konnten. Sie bot auch Gemüse an, Rüben, Zwiebeln und Tomaten, wozu sie ihren Garten erweiterte, um mehr anbauen und verkaufen zu können. Das Geschäft ging leidlich, gut an öffentlichen Feiertagen, wenn Reisende von weit entfernten Orten nach Salisbury, Fort Victoria, Mount Darwin und Wankie in Versuchung kamen, eine Kleinigkeit nach Hause mitzunehmen. So kratzte sie genug Geld zusammen, um meinen Bruder in der Schule zu halten. Ich sah ein, dass Gemüseverkaufen kein einträgliches Geschäft war. Ich sah ein, dass es nicht genug Geld für meine Schulgebühren gab. Ja, ich sah ein, dass ich nicht weiter zur Schule gehen könnte, obwohl ich sehr gern zur Schule ging und auch gut war. So wirkten sich die Umstände ungünstig auf mich aus. Ich beschwerte mich bei meiner Mutter. Baba sagt, ich brauche keine Ausbildung, sagte ich voller Verachtung zu ihr. Er sagt, ich muss lernen, eine gute Ehefrau zu werden. Schau dir mein Guru an, fuhr ich fort, meiner Grausamkeit nicht bewusst. Sie ist eine bessere Ehefrau als du. Meine Mutter war zu alt, um sich von meinem kindischen Unsinn beeindrucken zu lassen. Sie versuchte, einige meiner Vorwürfe zu entkräften, indem sie mir lang und breit erklärte, dass mein Vater recht habe, weil auch mein Guru kochen und putzen und Gemüse anbauen können. Eine erwachsene Frau zu sein, das ist eine große Last, sagte sie. Wie sollte es anders sein? Sind nicht wir es, die die Kinder gebären? Da kannst du nicht einfach entscheiden, heute möchte ich dies tun und morgen jenes und am übernächsten Tag möchte ich eine Ausbildung haben. Wenn Opfer gebracht werden müssen, bist du diejenige, die sie bringen muss. Und diese Sachen sind nicht einfach. Du musst von jung an, von sehr jung an anfangen, sie zu lernen. Je früher, desto besser, denn es ist später einfacher. Einfacher, als ob es jemals einfach wäre. Und in unserer Zeit ist es am schlimmsten, einerseits das Elend, eine Schwarze zu sein, andererseits die Bürde, eine Frau zu sein. Ei, wahr, was dir helfen wird, mein Kind, ist zu lernen, deine Bürde mit Ausdauer zu tragen. Ich dachte mehrere Tage lang darüber nach, in deren Verlauf ich trotz meiner guten Noten an meiner Intelligenz zu zweifeln begann. Denn wie in den Worten meines Vaters, konnte ich auch in denen meiner Mutter keinen Sinn sehen. Ich werde mir die Gebühren selbst verdienen, versicherte ich ihm und unterbreitete den Plan, so wie ich ihn entworfen hatte. Wenn du mir etwas Aussaat gibst, werde ich mein eigenes Feld beackern und selbst Mais anbauen. Nicht viel, gerade genug, um die Gebühren zu bezahlen. In diesen ersten Tagen meiner Gärtnerei murmelte ich Gebete voller Liebe und Ehrfurcht, die ich an meine Großmutter richtete. Meine Großmutter hatte unerbittlich das Land bebaut, ausgesät und reiche Ernten eingebracht, bis zu ihrem letzten, wortwörtlich letzten Augenblick. Als ich noch zu klein war, um irgendetwas anderes als ein Hindernis bei der Feldarbeit zu sein, verbrachte ich ergebnisreiche Stunden mit meiner Großmutter, arbeitete mit ihr zusammen auf dem Stückchen Land, das sie ihren Garten nannte. Wir zogen Seite an Seite mit der Hacke Furchten für die Maispflanzen, die jede von uns trug. Ich bestand dickköpfig darauf, mit ihr Schritt zu halten, sodass sie drei Stufen gleichzeitig bearbeitete, damit ich auf meiner einen mitkam. Indem sie meinen Arbeitseifer lobte, machte sie ihn für mich zu einem Wert. Sie gab mir auch Unterricht in Geschichte. In Geschichte, wie sie sich nicht in den Schulbüchern findet. Feldarbeit und dann eine Rast, den Anfang einer Geschichte, eine Pause. Was passierte dann, Mbuya, was passierte? Noch etwas Arbeit, mein Kind, ehe du die Geschichte weiterhörst. Langsam, mit Methode, wurde das Feld den ganzen Tag hindurch beackert und die Episoden der Geschichte, wie meine Großmutter sie verstand, reihten sich aneinander. Deine Familie hat nicht immer hier gelebt. Sie ist erst hierher gezogen, nachdem ich deinen Großvater geheiratet habe. Wir lebten in Chipinge, wo der Boden fruchtbar
und dein Urgroßvater ein reicher Mann in der Währung jener Tage war. Er hatte viele fette Viehherden, große Felder und 4 Frauen, die hart arbeiteten, um reiche Ernte einzubringen. Er konnte bei den Händlern Stoff und Perlen und Äxte und ein Gewehr, ja, sogar ein Gewehr eintauschen. Die Händler blieben in jenen Tagen nicht da, sie kamen vorbei und gingen wieder. Dein Urgroßvater hatte genug Söhne für einen ganzen Kral, lauter große, starke, arbeitsame Männer. Und ich war damals schön. Und ihre Augen funkelten mich an, sodass ich mich schämte, sie so genau zu betrachten, um die Schönheit von einst zu entdecken. Wieso erzählte sie mir das? Sie war nicht mehr schön. Aber ich liebte sie und schämte mich, in ihrem Gesicht nach der vergangenen Schönheit gesucht zu haben. Ich war nicht immer so alt, so voller Falten, mit weißem Haar und ohne Zähne. Damals war ich so klein und hübsch und rundlich wie du. Und als ich zu einer Frau heranwuchs, war ich eine schöne Frau mit Haaren so lang, dass man sie zu einem einzigen Zopf flechten konnte. Ich hatte schwere, starke Hüften. Hier beendete sie meistens die erste Episode. Ich saß auf glühenden Kohlen. Die Prinzessin und der Prinz, was passierte dann? Was passierte dann? Die Zauberer, wohlbeschlagen in Hinterlist und schwarzer Magie, kamen aus dem Süden und vertrieben die Menschen von dem Land. Auf Eseln, zu Fuß, auf Pferden, auf Ochsenkarren suchten die Menschen einen Ort zum Leben. Aber die Zauberer waren gierig und habsüchtig. Es gab immer weniger Land für die Menschen. Zuletzt erreichten die Menschen den grauen, sandigen Boden und die Heimstätte, so steinig und dürr, dass er für die Zauberer zu nichts tauglich war. Dort bauten sie ihr Heim. Aber der drittgeborene Sohn, mein Großvater, von dem Flüstern der Zauberer, von Reichtümern und Luxus verlockt und von dem harten Leben der Heimstätte abgestoßen, folgte den Zauberern auf eine ihrer Farmen. Juch, wie! Nur um herauszufinden, dass sie ihn in die Sklaverei gelockt hatten. Aber eines Tages gelang es meinem Großvater, zu den glitzernden Goldminen des Südens zu fliehen, von denen man sagte, dass gute Männer dort schnell reich wurden. Der weiße Zauberer hatte keine Verwendung für Frauen und Kinder. Er vertrieb meine Großmutter und ihre Kinder von der Farm. Völlig mittellos kehrten sie zur Heimstätte zurück, wo mein Urgroßvater die Familie zusammenhielt, ohne seinen früheren Lebensstandard zu erreichen. Aber dann starb mein Urgroßvater und die Familie brach auseinander. Und es stellte sich heraus, dass mein Großvater kein guter Mann war, denn er wurde in den Minen getötet. Und meiner Großmutter fiel es zu, allein 6 Kinder zu versorgen. Und dann hörte sie, dass Wesen im Aussehen den Zauberern ähnlich, aber nicht wie sie, sondern Heilige, eine Mission nicht weit von der Heimstätte aufgebaut hatten. Sie ging mit meinem Onkel, mit Baba Mukuru, der 9 Jahre alt war und nur einen Lendenschurz trug, zur Mission, wo ihn die heiligen Zauberer aufnahmen. Sie ließen ihn tagsüber auf ihrer Farm arbeiten. Nachts unterrichteten sie ihn in ihrer Zauberei. Denn meine scharfsinnige, vorausblickende Großmutter hatte sie gebeten, ihn auf das Leben in ihrer Welt vorzubereiten. Es schien mir wahrlich eine romantische Geschichte zu sein, ein Märchen von Belohnung und Bestrafung, von Ursache und Wirkung. Sie hatte auch eine Moral, eine unwiderstehliche Moral, die das eigene Streben belohnte, aber nur in den Grenzen des Möglichen. Mein Onkel scheute harte Arbeit nicht. Er war sie von klein auf gewohnt. Er überraschte die Missionare mit seiner außerordentlichen Leistung in der Schule, obwohl er den ganzen Tag über auf der Farm arbeitete. Er war gewissenhaft, er war arbeitsam, er war respektvoll. Sie hielten ihn für einen guten Jungen, den man kultivieren konnte wie einen Boden, der Ernten hervorbringt, die den Bauern ernähren. Als er die Schule auf der Mission abgeschlossen hatte, richteten sie es ein, dass er eine höhere Schule besuchen durfte, was aber erst nach einigen Jahren möglich war, als eine höhere Schule für Menschen wie meinen Onkel gebaut wurde. Während er wartete und dann im Lauf seiner weiteren Schulzeit gaben sie ihm verschiedene Arbeiten auf der Mission, damit er seine Gebühren bezahlen und seine Familie unterstützen konnte. Dann stiftete ihm die Regierung ein Stipendium für Südafrika.
Mein Onkel wurde ein wohlhabender, geachteter Mann mit einem Gehalt, das ausreichte, die mageren Einkünfte seiner Familie etwas aufzubessern. Es war der Beweis, dass das Leben auch unter widrigsten Umständen mit etwas Würde gelebt werden konnte, wenn man hart genug arbeitete und die Regeln einhielt. Ja, es war eine romantische Geschichte, so wie meine Großmutter sie erzählte. Das Leiden wurde nicht verheimlicht, aber die Botschaft war klar: Erdulde und gehorche, denn es gibt keinen anderen Weg. Sie war stolz auf ihren ältesten Sohn, der genau das getan hatte. Als sie eines Tages, ich war nicht bei ihr, friedlich während einer Arbeitspause starb, übernahm meine Mutter das Stück Land und machte daraus einen Gemüsegarten. Es war ein großes Stück Land. Meine Mutter bestellte nicht das Ganze, sodass ungefähr ein halber Morgen brach lag. Dieses Stück Land sollte zu meinem Feld werden. Ich glaube, meine Mutter bewunderte meine Zähigkeit und bemitleidete mich gleichzeitig. Sie fing an, mich auf Enttäuschungen vorzubereiten, lange bevor ich gezwungen sein sollte, mit ihnen fertig zu werden. Sie begann, mich zu entmutigen. Und glaubst du, du bist so viel anders, so viel besser als wir alle? Akzeptiere dein Los und genieße, so gut du kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich wollte Unterstützung. Ich wollte Ermutigung. Warnungen nur, wenn nötig, und dann konstruktive. An dem Tag, an dem sie mich einmal zu oft entmutigt hatte, entschied ich, sie habe zu andächtig meinem Vater zugehört. Ohne weiter auf sie zu achten, suchte ich stattdessen Unterstützung bei Namo, der mir aber nicht helfen konnte, da er zur Schule ging. »Wieso machst du dir so viel Mühe?«, fragte er, und seine Augen funkelten bösartig. »Weißt du nicht, dass ich derjenige bin, der die Schule besuchen muss? Du hast gesagt, du würdest dich um mich kümmern, mir auf dem Feld helfen.« »Wie kannst du mich bitten? Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin.« »Aber ich will zur Schule gehen.« »Wollen wir dir nichts helfen?« »Wieso nicht?« Er zögerte, zuckte dann mit den Schultern. »Es ist überall so, weil du ein Mädchen bist.« Jetzt war es heraus. »Das hat Baba gesagt. Erinnerst du dich?« Ich hörte nicht mehr zu. Meine Sorge um meinen Bruder starb einen unauffälligen Tod. Im Februar war der Mais dunkelgrün, größer als ich und weiter am Wachsen. Ich stolzierte herum, als sei ich die Eigentümerin einer 100-Hektar-Farm. In diesen Tagen war ich nicht überarbeitet, denn die Felder erforderten keine Aufmerksamkeit mehr. Es war ein schönes Gefühl, schöne Pflanzen. Es blieb nur übrig, auf die Ernte zu warten, noch ein- oder zweimal zu jäten, aber eigentlich auf die Ernte zu warten, meinen schönen kleinen Ertrag zu ernten. Meinen schönen kleinen Ertrag. Ich musste vorsichtig sein, wenn ich an die Ernte dachte, um nicht entmutigt zu werden. Ich musste das Wissen verdrängen, dass ich mit meinem Ertrag nicht viel verdienen würde. Einige Wochen später, als die Kolben reif zum Essen waren, begannen sie zu verschwinden. »Was hast du erwartet?«, sagte Namo. »Hast du wirklich geglaubt, du könntest dich selbst in die Schule schicken?« Und dann findet sie heraus, dass Namo die Kolben genommen hat. Sie sagten, ich sei direkt auf meinen Bruder losgegangen und hätte ihn zu Boden geworfen. Das Überraschungselement war auf meiner Seite. Ich saß auf ihm, schlug seinen Kopf auf den Boden, schrie und spuckte und fluchte. Namo richtete sich auf, ich fiel von ihm ab. Er drückte mich zu Boden, ohne zu schlagen, hielt mich nur so, wieder ein boshaftes Funkeln im Auge. »Was ist mit dir los?«, sagte er lässig. »Bist du verrückt geworden?« Die Menge lachte. »Wieso quatschen?«, rief ein Fußballer. »Einfach hauen, das begreifen Sie.« Ich zischte und spuckte und schrie und fluchte weiter, befreite mich tretend und wich in die Menge zurück, die sich spaltete, um mich durchzulassen. Ich ging wieder auf ihn los, diesmal mit der Absicht zu töten, und zappelte plötzlich am Ende des Armes eines Erwachsenen in der Luft. Bildung, Tsitsidangarembar,
Einerseits ein Ausweg aus Not und Zurücksetzung, aber dieser Ausweg führt direkt in den nächsten Konflikt. Er führt in Abhängigkeit, er führt auch in kulturelle Entfremdung. Es fällt am Ende dieses Romans das Wort Gehirnwäsche. In eine Entfremdung, weil sie westlich geprägt ist und nicht für alle zugänglich ist und weil so asymmetrische Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Wie hätte dieses Dilemma vermieden werden können? Yeah, that's a big one. So I'll give myself time to think. First of all, by thanking you for that wonderful reading. It was really special for me to hear the scenes coming alive in German. yes, as you say, the problem was not education as such, but the kind of education. And in my opinion now, looking back from where I am now, I think that, in fact, it was not education as such. We can talk about brainwashing, but it was a practice that was instituted by a certain institution, and that was the institution of colonialism. And what was necessary to keep the institution of colonialism going was to make sure that every individual who was part of that system also contributed to keeping the system going. Mm-hmm. And so this meant that it was of utmost importance to cut people off from their own cultural and social sources of agency and to replace those sources of agency with agency for the colonial project. Mm-hmm. Sie sagt, ich denke, das Problem ist nicht die Erziehung als solche, man kann von Gehirnwäsche sprechen, sondern das Problem ist, dass die Erziehung, die Art und Weise der Erziehung eingesetzt und geprägt wurde von einer Institution des Kolonialismus. Und der Kolonialismus war immer, dieses System war immer damit beschäftigt, sicher zu gehen, dass das System als solches stabil bleibt. Und um das zu erreichen, musste es dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die in dieses Ausbildungssystem hereinkamen, von den ihnen eigenen Quellen ihrer Kultur, ihres Schaffensdranges abgeschnitten werden und in diesem abgeschnittenen Zustand dann zu Menschen geformt werden, die den Kolonialismus als solchen weitertragen und jedenfalls nicht destabilisieren. Yes, and so now I am becoming, excuse me, I am becoming very interested in patterns and recurring patterns. And this was actually part of the content of the event in Oslo. Remember, I said I could go on. I wanted to go on about the event in Oslo. Yes. The event in Oslo was about books that will not be read now, but will be read in 100 years' time, in 2114. So for 100 years from 2014, they are choosing one book, one author a year to write one book. And so I had gone to participate in that event as the writer for this year. Im Moment sind mir so Bilder im Kopf und ich würde gerne von dem Ereignis in Oslo erzählen, wo ich vorher, bevor ich hierher gekommen bin, war. Und dort geht es um ein Projekt, dass Bücher geschrieben werden, die erst im Jahr 2114, also in fast 100 Jahren, gelesen werden. 100 Jahre dauert es, dass diese Bücher zum ersten Mal aufgeschlagen werden. Und ich war in diesem Jahr die Autorin, die einen Roman dafür beitragen konnte.
And so because of the nature of the project, we spoke a lot over 2 days about the nature of time and our perception of time. And I had already started thinking about this in my own reading. We talk about minutes and we talk about seconds and hours and months and years, and that is the kind of time that is present to us. But there are other cycles of time that are much greater than that, decades, centuries, millennia, and so on. In diesem Zusammenhang haben wir dort sehr viel uns über die Natur der Zeit unterhalten, über unsere Wahrnehmung von Zeit. Es gibt Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, das ist die Gegenwart, so wie wir sie da wahrnehmen. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Zeitspannen, Dekaden, 100 Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende. So I began to think about what patterns can we see over these much greater time periods that also repeat in our experience of the present. Und ich habe mir die Frage gestellt, was für Muster werden erkennbar in diesen großen Zeiträumen, die vielleicht auch einen Widerhall haben in der Zeit, so wie wir sie jetzt erleben. So I thought about the migration of the first, the appearance of the first Homo sapiens, and then the subsequent development and their migration away from where the first development had happened, and this took place over many, many millennia. Und ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich der erste Homo sapiens aufgetaucht ist und wie er von den Orten, wo sich das damals entwickelt hat, weggegangen ist. Und es hat viele, viele, viele Jahrtausende gedauert. And so I could see a parallel between this migration and people from Northern Europe or Western Europe coming down to the continent beginning in the 15th century with Babankuru's family going away for a period of 5 years and coming back. Und ich kann eine Parallele sehen zwischen der Wanderung, die die Nordeuropäer vollzogen haben im 15. Jahrhundert, und das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte nochmal. That they came back down onto the African continent, yeah, in the beginning of the afrikanischen Kontinent kamen. Yes, and so I can see a similar pattern with a different time frame to Babankuru's family going away for 5 years and then coming back. Und mir kommt es wie eine Parallele vor, diese Wanderung der Nordeuropäer in den afrikanischen Kontinent und diese nur 5 Jahre dauernde Wanderung von Babamukurus Family, Familie nach Europa. So we can talk about education in that moment of colonization. But then we can also say, what does that whole process tell us about what we should be learning in a more general sense as human beings? Jetzt können wir uns entweder darüber unterhalten, was Erziehung, Bildung bedeutet in so einem System des Kolonialismus, oder wir können uns darüber Gedanken machen, was Erziehung und Bildung insgesamt für uns bedeutet und wie sie dazu geeignet ist, Menschen so auszubilden, wie sie eigentlich sein sollen. And so, although of course that moment of colonization was very negative for the people who experienced it, and we talk about wanting to make things better for them, I still think that there is something to be learned from it about how we can go forward as human beings that we would not have learned if it had not happened like that. Und obwohl diese
Erfahrungen der Erziehung in einem kolonialistischen System für die Betroffenen schlimm waren. Und obwohl wir uns bemühen, es für sie besser zu machen, ist es doch auch so, dass wir in diesem Prozess etwas lernen können, wie Erziehung sein soll, wie Menschen sich gestalten, ausgestalten können, was wir nicht hätten lernen können, wenn es dieses System so nicht gegeben hätte. Yes, so it seems that while education is about equipping people to behave today, it is also about showing us what we have not equipped them with, so that we can do better as we go forward. Und so wie Erziehung dazu da ist, die Menschen auszustatten, dass sie zu dem jetzigen Zeitpunkt gut zurechtkommen, so können wir auch sehen, was sie eigentlich und grundsätzlich brauchen, um gute Menschen zu sein. So I do think that we have this parallel kind of engagement is necessary. That we need to be thinking about, yes, what is happening to specific people now, but we also need to be having a longer term perspective. Wir brauchen also diese doppelte Sichtweise. Einmal ganz konkret zu sehen, was brauchen Menschen jetzt in diesem Moment. Aber auf der anderen Seite auch die lange Sichtweise einzunehmen und uns darüber Gedanken zu machen, was brauchen Menschen auf lange Sicht in der Zukunft. When I talk like this at home in Zimbabwe, I get a lot of pushback. People say, well, look at you, you're somebody who's relatively well off compared to everybody else. And that is true. But at the same time, there is no way of trying to improve the conditions for people who are not well off unless there are people who are outside that and looking to see what needs to be done. Wenn ich so in Zimbabwe rede, dann provoziere ich damit relativ viel Abwehr, denn die Leute sagen, naja, du kannst gut reden, du bist ja relativ gut, hast gute Lebensumstände, und trotzdem bin ich der Meinung, dass es immer jemanden braucht, der außerhalb der schlechten Lebensumstände lebt, um zu sehen, was nötig ist, um diese schlechten Lebensumstände zu verbessern. Yes, and I take it as some kind of indication that there is something general in all our experiences, because of the way that many novels, including Nervous Conditions, can speak to so many people, and not just the people who are in a particular context that is written about. Ich glaube, dass in jedem Leben, in jedem Schicksal etwas Allgemeines, etwas Generelles drinsteckt, mit dem alle Menschen was anfangen können, denn sonst würde es ja keinen Sinn machen, warum so viele Menschen sich mit dem Roman Nervous Conditions den lesen können und daraus auch für ihre eigene Situation etwas verstehen können. So all of this is just to say that yes, there are certain forms of education which obviously cannot be the best, and our role is simply to improve on what we have constantly. Also ich habe diesen Umweg oder diese lange Schlaufe genommen, einfach nur um zu sagen, dass in der Erziehung immer etwas ist, was wir besser machen können und dass wir versuchen müssen, das herauszufinden. Vielleicht wenden wir uns, weil jetzt ja schon die Rede davon war, dem zweiten Buch zu. Da geht es eigentlich um eine Dekonstruktion dieses Aufstiegs durch Bildung, der in diesem ersten Buch beschrieben worden ist. Die Mutter von Thambu Tsai, die warnt sie noch vor zu viel Englisch sein. Und ihr Onkel sagt, da werden keine anständigen Menschen daraus. Ich habe eine Rezension gelesen und da heißt es, die Thambu Tsai hier in ihren mittleren Jahren
wäre eigentlich eine Anti-Heldin. So desillusioniert, so ausgelaugt kommt sie uns am Anfang entgegen. Abwärts heißt der erste Teil in diesem Roman. Ich lese ein kleines Stück am Anfang, damit Sie einen Eindruck bekommen, nachdem wir ja gerade dieses energische und selbstbewusste junge Mädchen, das sich seine Bildung durch den Verkauf von Maispflanzen erstreiten wollte, gehört haben. Abwärts. Im Spiegel ist ein Fisch. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken in der Ecke des Wohnheimzimmers. Der Wasserhahn, nur kaltes Wasser in den Zimmern, tropft. Du liegst noch im Bett, drehst dich auf den Rücken und starrst an die Zimmerdecke. Du merkst, dass dein Arm eingeschlafen ist und bewegst ihn mit der guten Hand vor und zurück, bis Schmerz in einem Blitz aus Nadeln explodiert. Es ist der Tag des Vorstellungsgesprächs. Du solltest aufstehen. Du hebst den Kopf und lässt ihn zurück aufs Kissen fallen. Schließlich aber stehst du vor dem Waschbecken. Dort starrt dich der Fisch aus violetten Augenhöhlen an, das Maul ist geöffnet, die Wangen hängen herunter, als lastet das Gewicht monströser Schuppen darauf. Du kannst dich nicht ansehen. Der tropfende Hahn ärgert dich, deswegen drehst du ihn erst fest zu, bevor du ihn wieder aufdrehst. Eine verdrehte Handlung. Dein Magen hebt sich vor träger Befriedigung. Los, los, los! Eine Frau klopft an deine Tür. Tambuzai, sagt sie, kommst du? Es ist eine deiner Mitbewohnerinnen, Gertrude. Was ist passiert? A lot has happened in the time since we met Tambuzai, being full of energy and hope and believing in herself. Believing that she can make things happen for herself and for other people in a positive way. What has happened is she has been taken out of her environment, where she is at home, where she feels like a whole person. The environment where she felt like a whole person was the village. And there was nothing in the village that said, a person like you is not a person. This happens when she engages white society. Was vorgefallen ist, das Wichtigste ist, dass sie aus ihrer Umgebung herausgenommen wurde, aus ihrem Dorf. Solange sie da war, war es selbstverständlich, dass sie eine Person ist. Niemand hätte gesagt, sie sei keine Person. Das ist erst passiert, als sie in Kontakt mit der weißen Gesellschaft gekommen ist. And so this happened, first of all, when she went to the mission, where her uncle was a headmaster. Then when she went to the secondary school that she went to. Now, these were very strange institutions, and I did go to one. There was still a land tenure system in Zimbabwe that stopped black people from being free to enter white areas. And so these schools were good schools that were built in white areas. And so the land tenure system had a quota of the number of black people who could be in these schools. Und das ist passiert, als sie auf die Missionsschule ging, wo ihr Onkel Schuldirektor war, und dann auch später auf die weiterführende Schule, wie hieß sie noch? Of the Sacred Hearts. Sacred Heart. Sein, genau. Das waren in der Tat sehr merkwürdige Institutionen. Ich weiß das, ich bin selber auf eine solche gegangen. Und dann kommt noch dazu, dass es zu dieser Zeit immer noch Regelungen gab, die Schwarze gehindert haben, bestimmte weiße Gebiete zu betreten. Das heißt, es konnten immer nur eine bestimmte Anzahl von schwarzen Menschen in diesen für weiße ausgewiesenen Gebieten sein, wo dann eben auch diese Schulen waren. So these quotas were around 3 to 5%, and there were different quotas for people who are classified as Asian or colored and not African.
Und da gab es also bestimmte Quoten, wie viele da hingehen konnten, 3-5% für Afrikaner und eine ähnliche Quote für Menschen mit asiatischen Wurzeln. So Thabo Dzai had the experience of coming out of an environment where she was socialized to think of herself as a whole person, to suddenly being put in this very colonial environment where she was not seen as a whole person at all. And it's very important that this happens not like, for example, in Salisbury, which was the capital at the time, now Harare, but out in the farming areas, because the white farming population was a very particular kind of population. And I now, looking back from where I am now, I think that the contradictions of possessing all this land that had not belonged to them 150 years ago must have been very present for that population. Vorher war sie immer als ganze Person angesprochen worden. Und in diesem kolonialistischen, in dieser kolonialistischen Umgebung, die noch dazu nicht in der Hauptstadt Salisbury, also jetzt Harare war, sondern auf Farm, also auf landwirtschaftlichem Gebiet, wo die großen Farmen waren und wo eben auch diese Menschen, die diese weißen Menschen, die Farmer, die diese Landwirtschaft betrieben haben, waren schon eine spezielle Sorte Mensch. Und die Widersprüche waren ihnen wahrscheinlich sehr präsent, dass sie plötzlich so einen großen Anteil an Land hatten, den sie vor 150 Jahren aber noch nicht besessen hatten. Yeah, so this girl is put into this environment where people have to convince themselves that she is not a deserving person to justify these kinds of imbalances in the society. Und jetzt war es natürlich wichtig, dieses Mädchen davon zu überzeugen, dass es nicht wert ist, gleichberechtigt hier aufzutreten, um zu rechtfertigen, warum die weißen Farmer die Privilegien haben, die sie eben haben. But on the other side, you are also being told you are extraordinary because you are in this elevated educational environment. Und auf der anderen Seite wird dir aber gesagt, dass du ganz besonders außergewöhnlich bist, weil du ja ausgesucht wurdest, an dieser Elite-Schule sein zu dürfen. So it was a recipe for disaster. And this is exactly what happened to Thabo Dzai. She never recovered until she was much older and her cousin and other relatives and other circumstances made it necessary for her either to face up to these issues, which she had avoided doing when she was younger. That story is told in the second volume, The Book of Knot. And she now has to understand that she has to reintegrate all these pieces of herself. And that is what happens in the third book. So disintegration had happened. Und damit war das Desaster fertig. Und sie schafft es nicht, sich davon zu erholen und die einzelnen Stücke wieder zusammenzusetzen, bis sie das eigentlich in Auseinandersetzung mit ihrer Cousine Nyasha wieder in Angriff nimmt und versteht, dass sie sich dieser ihrer eigenen Geschichte stellen muss. Und wie sie sich dem stellt, das ist der Inhalt dieses dritten Buches. Und gelingt es ihr oder gelingt es ihr nicht? Oder lassen wir das offen? Yeah, well, I don't know. I remember reading one of the papers, excuse me, one of the papers about the book written in America, and the person who wrote it was of the opinion that I made everything too easy and tied everything up too neatly and too happily. Whereas I then had occasion to speak to
a critic here in Germany who said to me, "Oh, Tsitsi, how could you do that? It was such a terrible ending. You should have made it happier." Also es gibt die einen, die sagen, dass sie alles immer schön, ordentlich, nett und freundlich zusammenknüpft, und die anderen aus Deutschland, die sagen, wie kannst du denn so ein Ende uns hier präsentieren? But although that is a fun anecdote, I think it points to more fundamental ways of looking at black people, at Africans even today, in that you have somebody who was associated with that colonial project and the previous project of slavery in a society which is still dealing with it, which still in a way needs to categorize black people as not deserving of joy. And once anything positive happens to a black person, it's too much. Whereas, given Germany's history, the relationship to colonization is different. I know that this is an unfolding relationship, but it really is of a different order in many ways because of the nature of the colonization and because of subsequent events, and because of political decisions that were taken following those subsequent events of culminating in the Second World War. So there is a different way of looking at the black people, and I think it is only extremists who would then be the people having this very colonial gaze that black people are not deserving of anything positive, and if it happens, it is too much. Also es gibt immer noch diese zwei unterschiedlichen Art und Weisen, mit schwarzen Menschen zu begegnen und in gewisser Weise ihnen nicht zuzugestehen, dass sie auch Freude empfinden sollen, sondern man immer noch damit beschäftigt ist, sich mit diesem kolonialistischen System auseinanderzusetzen. Sie sagt, in Deutschland sei diese Auseinandersetzung aber anders aufgrund der anderen sich jetzt erst langsam aufgearbeiteten Geschichte des deutschen Kolonialismus und des Zweiten Weltkriegs. Aber immer noch ist es offensichtlich so, dass man schwarzen Menschen nicht gönnt, sich über etwas wirklich zu freuen. Habe ich das richtig verstanden? That the Western gaze that is associated with that colonialism is threatened by black people fulfilling something and experiencing joy. Black people still need to be framed as miserable, because miserable means having been made miserable by us white people. So it is a statement of power. Der westliche Blick hält schwarze Menschen immer noch fest dahingehend, dass sie miserable, also dass sie sich schlecht fühlen, dass sie schlechter dran sind, weil sie durch den Kolonialismus, den die Weißen verursacht haben, eben immer noch darunter leiden. Und dieser Blick ist immer noch eine Ausübung von Macht. Yes, and so I'm saying that there is a difference depending on the kind of colonial history. Und das ist aber eben unterschiedlich und hängt davon ab, was für eine Kolonialgeschichte die einzelnen Länder oder Nationen haben und wie sie damit umgehen. And I think this is a reason why I had such trouble publishing my books, in fact. Because although I'm talking about the same thing, about the pain of colonialism, I am not looking at it from the point of view of being oppressed. I am oppressed by colonialism, but I am looking at it from the point of view of I want this, and this is stopping me from getting it.
Und ich glaube, dass es deswegen auch so schwierig war, meine Bücher zu veröffentlichen, weil obwohl ich über den Kolonialismus schreibe, schreibe ich nicht so drüber, dass ich die Unterdrückte bin, sondern ich schreibe so drüber, dass ich benenne, das und das hält mich oder hindert mich daran, das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und das benenne ich und das ist eine andere Position. Wir haben noch eine Viertelstunde und ich würde gerne, wenn Sie bei mir sind, noch eine Szene lesen, die ein anderes Thema von all den vielen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, beschreibt, und zwar ist es die Gewalt gegen Frauen. Genau, ich muss es einen Moment suchen. Und auch die Position, die Thambu Tsai dabei einnimmt. Der Marktplatz ist die Endstation des Kombis. Der Kombi ist ein Minibus. Auf dem Boden zwischen den Ständen liegen Bananenschalen und fettige Pommesschachteln. Plastiktüten blähen sich wie die Bäuche von Säufern. Orangenschalen kringeln sich auf dem gerissenen Asphalt. Ein Straßenjunge saugt an einer Tüte wie an der Brustwarze einer Mutter. Ein zweiter Junge greift nach der Tüte, der erste sinkt auf den Boden und bleibt auf dem bröckelnden Pflaster liegen. Der Ärmel seiner Jacke ist ein ausgefranster Lumpen. Er flattert in der Gosse. Unter dem Stoff bilden benutzte Kondome und Zigarettenkippen kleine Dämme in dickflüssigen Pfützen aus holzkohleschwarzem Wasser. Eine Reihe Kombis steht geparkt. Deiner schwingt sich zu einem triumphierenden Halt. Die Fenster scheiden Süßkartoffelschalen und Verpackungen von Süßigkeiten aus. Männer und Frauen maulen zornig und zerstreuen sich. Als die Fahrgäste zum Ausgang drängen, bemerkt eine Frau: Haben Sie uns nicht kommen sehen? Warum sind Sie stehen geblieben? Warum sind Sie nicht aus dem Weg gegangen? Die, die anstehen, um auszusteigen, neigen sich vor. Die Leute, die in der Schlange warten, um einzusteigen, beginnen zu streiten. Der Schaffner fragt, wohin du willst. Du zuckst die Achseln und er erinnert dich. Helensville. Du kicherst lautlos. Da du gebildet bist, weißt du, dass der Außenbezirk Helens Vale heißt. Helens Valley. Helensville, sagt der Schaffner, ohne sich die Ungeduld anmerken zu lassen, die er empfinden muss. Wir fahren dahin zurück. Er springt hinaus, um die Fahrgäste anzuschreien. Eltern, wer immer mitfahren will, das sage ich euch, steig ein. Nur wer mitfährt, fährt. Du rutschst auf den Sitz neben der offenen Tür des Fahrzeugs, überlegst es dir anders und rutschst zurück auf den Platz am Fenster. Du überlegst es dir noch einmal anders und setzt dich in die Mitte, halb hier, halb dort, wo es keine Notwendigkeit gibt, etwas zu entscheiden oder zu handeln. Ein paar Fahrgäste steigen ein. Der fährt zu den Geschäften und zum Polizeirevier, ruft der Schaffner. Eine Frau dreht sich um und zischt einen Mann an, dass er sich nicht an sie drücken soll. Der Mann lacht. Ein weiterer Kombi kommt an, spuckt Rauch. Alle prusten und als sich der Dunst verzogen hat, gafft ihr alle zu einer jungen Frau, die sich zwischen den Ständen mit Obst und Gemüse einen Weg zu den Kombis bahnt. Trotz des Unrats und der Risse im Asphalt bewegt sie sich elegant auf himmelhohen High Heels. Jeden Teil ihres Körpers, der nach vorn oder hinten geschoben werden kann, schiebt sie nach vorn oder hinten. Lippen, Hüften, Brüste, Po mit allergrößter Wirkung. Ihre Hände laufen in spitzen, schwarzen und goldenen Nägeln aus. Sie hat mehrere Einkaufstüten in der Hand, die Neon und andere Namen von Boutiquen in riesigen, zackigen Buchstaben schreien. Sie schwingt die Tüten so lässig wie ihren Körper. Du gaffst wie alle anderen. Wiedererkennen dämmert. Die junge Frau stolziert zu einem Kombi. Fascher, fascher geht sie einfach so. Alle ihre Teile bewegen sich mit der Selbstsicherheit einer Frau, die weiß, dass sie schön ist. Die Menge rührt sich, gruppiert sich neu. Männer innerhalb und außerhalb der Kombis atmen laut aus. Fenster beschlagen. Du rührst dich auch.
Der Atem bleibt dir in der Kehle stecken, als du die Frau endlich identifizierst. Es ist deine Mitbewohnerin Gertrude. Sie fasst nach dem eisernen Gestell eines Sitzes in einem Kombi, um sich hineinzuziehen. Geübt schwingt sie die Taschen hinter den Po, um ungewollte Anblicke zu verhindern. Als ihr Griff abgleitet, packt sie das billige Material, mit dem der Sitz bezogen ist. Es reißt und spuckt Schaumgummi aus, als sie nach hinten taumelt. »Knie, Knie«, ruft eine heisere Stimme deiner Mitbewohnerin zu. »Halt die Knie geschlossen!« Wieherndes Gelächter. »Da ist ein kleiner Fisch. Er wird gleich sein Maulloch zeigen, so wie er es macht, wenn er auf dem Trocknen ist«, ruft ein Mann. Gertrude tut so, als würde sie nicht ihr Kleid hinunterziehen, als sie auf dem Boden landet. Doch unter ihren Einkaufstaschen zerrt sie auf Teufel komm raus daran. In der anderen Hand hält sie eine Faust voll Polsterfüllung, als würde sie ihr Sicherheit geben. Die Menge wogt und zappelt, summt und brummt vor Vergnügen. Diese Heiterkeit verströmt Energie. Sie treibt dich vom Sitz und hinaus ins Gedränge. Die Menge lacht schallend, du auch. Und während du lachst, wächst und wächst du, bis du glaubst, dass du größer bist, als du bist. Und das ist großartig. Die Frau reibt sich den Arm und verlagert vor Unbehagen das Gewicht von einem Bein aufs andere. »Hey, Fahrer«, ruft ein Mann, »benutz deine Augen und schau, was sie deinem Fahrzeug antut.« Der Mann klopft an die Windschutzscheibe und schlägt sich mit übertriebener Empörung die Hände seitlich an den Kopf. Du lachst mit all den anderen über diese Vorführung. »Weitergehen, Mani, weitergehen, die sind ein Problem«, schreit eine junge Frau in Rot und Grün, dem Gewand einer apostolischen Sekte. »Ein Problem«, wiederholt die junge Frau und drängt sich an allen vorbei zu einem Kombi. »Ein Problem, ein Problem«, die Menge greift die Idee auf und spuckt sie tief aus dem Bauch heraus aus. Es ist wie die Erleichterung, die Erbrechen verschafft, wenn herausläuft, was sich aufgestaut hat. Die Menge schiebt sich in ihrer unerwarteten neuen Freiheit vorwärts. »Macht jemand die Oberschenkel für Sie auf«, sagt ein Mann. »Macht es für Sie, wenn Sie es nicht tut.« Die Menge greift den neuen Refrain auf. Du schleuderst ihn Gertrude zu und hinaus auf den Markt. »Aufmachen, aufmachen!« Ein Straßenkind hebt einen Maiskolben aus dem Abfall in der Gosse auf. Der Kolben schneidet durch die Luft wie eine Sichel. Befriedigung breitet sich in allen Bäuchen aus, als das Geschoss an Gertrudes Kopf vorbeifliegt und Strähnen ihrer 100% brasilianischen Haarverlängerungen mitnimmt. Gertrude stürzt nach vorn und findet Halt an der Kombistufe. Ohne einen Gedanken an die Länge ihres Rocks schiebt sie sich vorwärts. Alle lachen. Und der Kombifahrer grinst. »Was ist los mit dir? Seit wann dürfen Nackte in ein Fahrzeug steigen?« Eine Gruppe Arbeiter in der Nähe lehnt lässig an einem Baugerüst und rückt die Helme zurecht, schaut zu. Sie lachen ohne Bedrohung und ohne Freude, ohne Hass, ohne Verlangen. Das Kichern sagt, dass tief aus ihnen alles entspringen kann. Die eine Stimme, die aus vielen besteht, stößt ein Heulen der Vorfreude aus. Der Lärm stachelt den Wunsch des Fahrers an, mehr sehen zu wollen. Weg da, mein Wagen will fahren, ruft er der Frau aus deinem Wohnheim zu, mit anständigen Leuten. Wie kann er das jetzt, wo er gepackt voll ist mit nackten Frauen? Spannung spritzt aus dir und aus der Menge. Dein Lachen hängt über deinem Kopf dort oben, wo es niemanden mehr gehört, knallt und knistert es wie ein Gewitter. Ja, prahlt der Fahrer. Er mustert Gertrude. Wer hat dir gesagt, dass mein Kombi ein Schlafzimmer ist? Die Leute brüllen jetzt etwas über die Löcher in ihrem Frauenkörper. Sie stellen eine Liste zusammen, welche Gegenstände dort eingeführt wurden oder werden sollen, spekulieren über die Dimensionen dieser Hohlräume bei den weiblichen Verwandten ihrer Geisel. Eine schrille Stimme erklärt, dass deine Mitbewohnerin Blut vergeudet, weil sie Schande über den Freiheitskampf bringt, in dem die Kinder der Leute kämpften und fielen. Der Straßenjunge beugt sich wieder in die Gosse. Sonnenlicht blitzt auf der Flasche auf, die er wirft. »Für wen hält sie sich? Geben wir es ihr!« grüllt der unterernährte Junge. Die Flugbahn der Flasche übt eine magnetische Kraft aus. Die Kraft hebt dich hoch. Du triumphierst. Du erreichst den Scheitelpunkt des Geschosses wie den Gipfel eines Berges.
Die Menge auf dem Marktplatz steigt stöhnend auf mit dir an diesen hohen Ort. Es ist ein Wunder, das alle zusammengebracht hat. Deine Mitbewohnerin schaut rasch nach rechts und links. Sie will verzweifelt entkommen. Die Arbeiter schlendern zu Gertrud. Die Männer, die hinter Frauen stehen, massieren verstohlen ihren Hosenladen, als die Bauarbeiter vorbeigehen. Hunger rührt sich, wabert wie Nebel über allem. Du hältst deine Tasche vor die Brust, um die Lady Di-Schuhe nicht zu verlieren. Du wogst mit der Menge zu deiner Mitbewohnerin. Sie tritt mit ihren schönen Beinen um sich und müht sich, in den Kombi zu steigen. Der Schaffner breitet Arme und Beine zu den vier Ecken der Tür aus, um es zu verhindern. Der Fahrer beißt nervös die Kiefer zusammen und entspannt sie wieder. Wenn randaliert werden soll, dann außerhalb seines Fahrzeugs. »Helft mir!« schreit Gertrud. »Ich bitte euch, bitte, helft mir jemand!« »Wir helfen dir doch, hey!« grölt eine Frau. Ein Bauarbeiter geht zu Gertrud. Er streckt den Arm und reißt ihr den Rock von den Hüften. Die verzweifelte junge Frau taumelt, schwebt einen Augenblick im offenen Mund des Kombis. Alle seufzen irritiert, als sie die Arme um den Schaffner schlingt. Der Mann windet sich, er will sie abschütteln, traut sich jedoch nicht, den Griff um den Türrahmen zu lockern, für den Fall, dass die Menge vorwärts stürmt. Hände heben Gertrud vom Trittbrett des Kombi. Sie werfen sie zu Boden, wo sie geschockt zusammensackt. Die Menge holt zur Vorbereitung tief Luft. Der Anblick deiner schönen Mitbewohnerin erfüllt dich mit einer Leere, die wehtut. Du weichst nicht zurück, wie ein Gedanke in deinem Kopf es wünscht. Stattdessen gehorchst du dem anderen Gedanken, drängst nach vorn. Du willst die Form des Schmerzes sehen, seine Arterien und Venen nachfahren, das Muster der Kapillaren aus dem Körper reißen. Die Menschenmenge bewegt sich vorwärts. Du nimmst einen Stein. Du hältst ihn in der Hand. Dein Arm hebt sich in Zeitlupe. Wieder stöhnt die Menge. Jetzt ist es ein Stöhnen der Enttäuschung. Ein Mann steht neben Gertrud und wirft eine ausgefranste Jeansjacke über ihren Hintern. Es ist der Fahrer eines anderen Kombis. Die Sonne blitzt auf seinen Zähnen und auf seiner Sonnenbrille auf. Er wendet sich mit verständnisvoller Miene der Menge zu. Gertrud blickt zu ihm auf, ihre Augen sind groß und viel zu weiß. Sie scheint es zu fühlen und schaut weg. »Tambu«, flüstert sie und greift dich heraus. Ihr Mund ist eine Grube. Sie zieht dich hinein. Du willst nicht, dass sie dich begräbt. Du senkst den Blick, gehst aber nicht weg, weil du einerseits von der Menge festgehalten wirst. Und wenn du in die Einsamkeit zurückkehrst, wirst du andererseits in dich selbst zurückfallen, wo es keinen Ort gibt, an dem du dich verstecken kannst. Hilf mir, fleht Gertrud. Noch immer lächelnd flüstert der junge Fahrer Gertrud etwas zu. Er zieht sein T-Shirt aus und benutzt es als Vorhang. Gertrud hebt die Teile ihres Rockes aus dem Schmutz und bindet sie sich um den Körper. Sie zieht die Jacke an und schließt sie über der Brust. Die Menge ist wieder wütend, diesmal wegen der Sanftheit des Geschehens. Der Straßenjunge wirft eine Cola-Dose. Sie trifft den jungen Mann am Rücken und rollt davon, doch der junge Mann scheint es nicht zu spüren. Er streckt Gertrud die Hand hin. »Junger Mann, kannst du keine Anständige finden, so wohlgeraten wie du bist? Ja, du kannst eine finden«, kreischt eine Frau wie ein unheilbringender Geist. »Oder lass deine Huren zu Hause«, sagt ein Bauarbeiter. »Und sorg dafür, dass sie die Leute nicht aufhält, die nicht sehen wollen, die nur hinfahren wollen, wo sie hinwollen«, murrt ein Mann. »Ja, ich werde es ihr sagen. Ich werde dafür sorgen, dass sie alles hört.« Der junge Mann lächelt, hält die Hand deiner Mitbewohnerin in seiner. »Sieh sie, du hast sie doch gehört, oder?«, sagt er zu ihr. Als Gertrud zitternd dasteht, den Kopf gesenkt und nicht antwortet, ruft ein Bauarbeiter mit Verabscheu lauter Stimme, »Jetzt, wo du anständig bist, warum steigst du nicht ein?« Gram geht in Gertruds Gesicht auf.
Ein anderer Straßenjunge wirft eine Plastikflasche in einer halbherzigen Geste auf den Kombi, als Gertrud hineinwankt. Ive, weißt du, wessen Kombi das ist? Wenn ich dich erwische, brüllt der Fahrer den Jungen an. Der Junge rennt davon, seine Zähne schimmern. Er hält die Ösen, die von seinen zerrissenen Shorts hängen, von seinen Knien fort. Der Stein rollt aus deiner Hand. Es ist überhaupt nicht die einzige Szene von Gewalt gegen Frauen, aber es ist die einzige Szene, wenn ich mich jetzt erinnere, wo ein junger Mann ihr zu Hilfe kommt. Wo sind die Triebkräfte für so viel Gewalt gegen Frauen und gibt es Hoffnung? Well, we have to go back to colonization again. Yes, there was patriarchy in my part of the world before colonization, but it was a different form of patriarchy that was not grounded in private property, so that women were not seen as possessions or the means of obtaining possessions. And so women were recognized as human beings, full human beings, who had their own sphere of competence and influence. Wir müssen wieder zurückgehen in die Zeit des Kolonialismus. Es hat auch vor dem Kolonialismus ein Patriarchat, ein patriarchalisches System gegeben, aber das war nicht gegründet auf Privatbesitz. Und deswegen wurden die Frauen nicht als Besitz gesehen, sondern als Menschen, die ihre eigene Sphäre, ihren eigenen Bereich, ihre eigenen Aufgaben hatten. So in the 18th century, the colonial administration in what is now Natal in South Africa began to do an exercise that they called formalizing and codifying the law of the African people in the area. Im 18. Jahrhundert kam es in Südafrika dazu, dass es ein Verfahren gab, in dem die Rechte, Lebensumstände der Afrikaner formalisiert, vereinheitlicht und kodifiziert wurden. So the Portuguese had gone round the Cape at the end of the 15th century. Die Portugiesen kamen am Ende des 15. Jahrhunderts ans Kap. And in the middle of the 17th century, Jan van Riebeck started the colony in South Africa, in Cape Town. Und im 17. Jahrhundert begann die Kolonie in Kapstadt. So by the time that this codification of law took place, there has already been about 2 centuries of contact with Europeans. Also zu dem Zeitpunkt im 17. Jahrhundert, als es zu dieser Kodifizierung des Rechts Afrikaner betreffend kam, hat es bereits 200 Jahre Kontakt zwischen Europäern und Afrikanern gegeben. So of course what was being codified was not anything like traditional law. It was a reaction to 200 years of contact with an aggressor. Was also da kodifiziert und festgelegt wurde, hatte nichts damit zu tun, wie die Lebensumstände vor waren, bevor schon 200 Jahre Unterdrückung durch europäische Angreifer sich ereignet haben. And what happened is that the person who started this process, which was then reproduced throughout the British colonies, only spoke to men. Und dann war es noch so, dass die Leute, die diesen Prozess gestartet haben, der sich dann durch die verschiedenen Gebiete weiter verbreitete, dass sie nur mit Männern gesprochen haben. And so these were men who already felt their masculinity challenged by this aggression from Europe. Und sie sprachen also zu Männern, die in ihrer
in ihrem Verständnis von Männlichkeit ohnehin schon angegriffen waren durch die Aggression, die sie von den Europäern erfahren mussten. And yet they could not tell this European this. And so what was actually taken down was a reaction to this feeling of being emasculated and a projection of all of these concerns onto the women folk. Und weil sie darüber aber mit den Europäern nicht sprechen konnten, hat sich dieses Gefühl, eigentlich schon entmannt zu sein, übertragen auf die Art und Weise, wie die Belange von Frauen geregelt wurden. And we all know that in times of social crisis, the treatment of women is worse. We've just experienced it again with the COVID pandemic. Und wie wir alle wissen, es ist so, dass wenn es eine soziale Krise gibt, die Situation der Frauen immer schlechter ist, als wenn es keine soziale Krise gibt. Und das konnten wir gerade wieder sehen während der Pandemie. And we have a case in Zimbabwe where the contestation because of next year's elections has already escalated. And we have a case where increasing numbers of women are abducted and tortured and even killed and mutilated. That was the last case that has unfolded since the end of May. Es ist in Zimbabwe jetzt gerade so, dass im Vorfeld der Wahlen es schon wieder dazu kommt, dass Frauen entführt, misshandelt werden, zu Tode gebracht werden. Und das hat sich gerade jetzt erst im Mai ereignet. So what I'm saying is that what was codified was not traditional pre-colonial practice, but it was a reaction to the crisis brought about by the colonial presence. Was also festgelegt wurde, hatte nichts damit zu tun, wie die Verhältnisse vor der Kolonialzeit waren, sondern es ist eine Reaktion gewesen auf Verhältnisse, die schon 200 Jahre koloniale Unterdrückung eingeprägt haben. Where the sources of power and agency of both men and women had already been eroded. Weil eben die Kraftquellen von beiden, von Männern und Frauen, schon über 200 Jahre ausgezehrt waren. And so in talking only to men, the men had the opportunity to make good their sense of having their power eroded at the expense of women. Und dadurch, dass nur mit Männern gesprochen wurde, hatten die die Gelegenheit, ihre inneren Verluste in gewisser Weise auszugleichen auf Kosten der Situation der Frauen. I'll give you a concrete example. Women in traditional society were allowed to have this piece of land, which I refer to as the Maishingai's garden, in nervous conditions. And anything that they made with their hands or that resulted from the work that they did in this garden, they could own and pass on to their daughters. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Es war so geregelt, dass die Frauen ein Stück Land haben konnten, und ich beziehe mich darauf in dem Roman Nervous Conditions, also Aufbrechen. Und alles, was sie mit ihrer eigenen Händekraft auf diesem Land erreichen, das Geld, das sie da oder was sie da verdienen, was sie da haben, hatten sie das Recht, an ihre Töchter zu vererben. But now come the colonial administration, women were perpetual minors, so they could not enter into contracts. And that prevented them from being effective in any way in society. They couldn't work because they can't have a work contract. They can't have a bank account without a male's permission, because that again is your contract with the bank. Und als jetzt eben diese Kodifizierung kam, hatten die Frauen keine Chance, in diesen Verträgen diese Verträge mitzugestalten. Und dadurch konnten sie in der Folge auch in der Gesellschaft überhaupt nicht effektiv sein. Sie konnten nicht kein Konto aufmachen, sie konnten sich überhaupt nicht im öffentlichen Leben oder einbringen. So we have a hybrid society that really seems to have retained the worst factors, the worst gender factors with respect to women of both kinds of society, and this is the kind of situation that results from it.
as I describe. Und in der Folge davon haben wir jetzt eine hybride Gesellschaft, die die negativen Konsequenzen für Frauen aus beiden Gesellschaften, also europäischen und die afrikanischen, zusammenbringt. Und das resultiert dann in Szenen wie diejenige, die wir gehört haben. Und der junge Mann? Let's say he's a hope, you know, as I say, I write aspirationally, even when I'm writing about negative things, I want to aspire to the better. So I inserted him in there. But it's not entirely fictional, because I was at a school about maybe 8 years ago, where they were doing nervous conditions for O-level, and it was a boys' school. And some of the young men started asking me why the brothers in the book treated their sister so badly. So it's progress, and we're on our way. Also wenn ich über all das Negative berichte, dann möchte ich trotzdem doch auch noch dem etwas Positives abgewinnen, und das hat tatsächlich einen konkreten Anlass, weil sie eben in einer Schule, in der Nervous Conditions in O-Level, ist das der Abschluss? Well, a public examination. Okay, behandelt wurde, und die eben gefragt haben, warum denn eigentlich die Brüder, die Mädchen, also die Schwestern immer so schlecht behandeln, und da hat sie ihnen jetzt eine Figur sozusagen mitgegeben, die vielleicht doch eine Hoffnungsfigur ist und die ein Signal dafür ist, dass es sich zum Besseren und zum Fortschritt entwickeln kann. Und vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus